Hallihallo, Hallöchen und ein herzliches Willkommen zurück zu einer weiteren Folge Supermarket Simulator. Und genau, wir müssen jetzt nur noch den Tag beenden und dann sehen wir schon, was wir nicht gefunden oder was die Kunden nicht gefunden haben. Zufriedene Kunden 24, insgesamte Kunden 27, darauf wollte ich hinaus. Aber wir haben 1374 Dollar plus gemacht, das hört sich doch gut an. So, wer hat denn hier illegalerweise sein Fahrrad abgestellt? Das ist ein ziemlich langer Sattel, oder kommt mir das nur so vor? Naja. So, also. Checkout close, please use next lane. Da ist keine next lane. So, aber wir wollen ein bisschen Geld verdienen. Und zwar müssen wir aber erstmal, vielleicht sollten wir erstmal alles hier auffüllen. Da kann man, glaube ich, nichts auffüllen, genau. So. Hier haben wir ein bisschen Mehl. Jetzt können wir den Karton wegschmeißen, sehr gut. Da ist noch ein bisschen Mehl. Milch. Wasser ist leer. Öl. Na gut, das war's dann auch mit dem Öl. So, Markt. Was brauchen wir? Wir brauchen Puderzucker auf jeden Fall. Da würde ich auch zwei VW von bestellen. Und ja, weiß ich nicht. Toast vielleicht? Toast. Eine reicht, glaube ich. Nudeln auf jeden Fall, weil Nudeln laufen immer. Wasser, da fehlen die Eier und da fehlt Käse. Das müssen wir auf jeden Fall auch machen. Wasser. Eier. Machen wir mal zwei. Käse auch. Platz haben wir jetzt noch für einen Artikel. Tee, Kaffee, Mehl. Ah, wobei... Ich bestell mal Tee. So. Zack, einkaufen. Dann haben wir hier einmal die Eier. Zack, 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 zack. Wir brauchen unbedingt das Lager, ne? Toast. So, was haben wir jetzt hier? Käse. Zack, 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 zack. So, Tee. Zack. Packen wir hier oft an die Seite. Weil wir gehören ja in das Regal. Nochmal Käse. Ja, weil wir da zwei Einheiten von eingekauft haben. So, das war der Puderzucker. Das sind die Nudeln. Oder Zucker. Wasser. Ja, da reicht eine Packung von, genau. Und nochmal Eier. Ja, gut, aber das reicht auch erstmal, was wir da haben. So, ich glaube, das reicht. Wir können dann öffnen. Und dann lass uns mal gucken, was der Tag so bringt. Guten Tag, der Herr. Wollen Sie bei uns einkaufen kommen? Wir haben gerade frisch geöffnet. Ist alles aufgefüllt, nicht? Nein? Nee, wirklich nicht? Okay, schade. Tschüss, der Herr. Vielleicht beim nächsten Mal. Oha. Wir können ganz schön hochspringen. So, ich möchte ganz gerne mal gucken, was wir noch so kaufen können. Was kostet denn die nächste Lizenzerweiterung? Da gibt es dann Erdnussbutter, Mehl, Olivenöl, Spaghetti-Nudeln, Basmati-Reis, Salz. Das ist auf jeden Fall nichts, wofür wir irgendwie einen Kühlschrank oder so bräuchten. Die Kasse ist geschlossen. Ja, aber ich möchte die Kasse gern öffnen. Was?
Wie kann ich das denn öffnen? Ernsthaft. Seit wann ist das denn so? Gab es da zwischenzeitlich ein Update? Hab ich gar nicht mitbekommen. Zum Glück funktioniert unser Speicherstand da noch. So, $17.50. Dankeschön. 42,90. Ah, guck mal, der nächste Herr möchte schon mal ins Einkaufen kommen. Guten Tag, der Herr. Ja, das sind die allerbesten, feinsten Nudeln. Und dort, wie? Oh, ernsthaft. Der Käse ist zu teuer. Ja, dann machen wir den auf, nicht 7 Dollar. Machen wir den auf $3.70. Das ist okay. Das ist auch zu teuer. 60. Das ist okay. Zack. $7.05 gibt's zurück. $8.60. Alles gut. Das ist in Ordnung. 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 Ja, das auch. Das auch. Und das auch, okay. $34.30. Und einmal passend. Sehr schön, sehr schön. So soll das sein. Guten Tag. So. $41.95. Guten Tag, der Herr. Ja. Gibt's heute mal wieder ein bisschen Nudeln mit Mehl, ja. Schön, 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 schön. So. Oh, was? Die Eier sind weg. Wann ist das passiert? Wir haben noch Eier, ne? Da. Ja, zum Glück haben wir so viele Eier gekauft. Ah, guck mal, da sind wieder Zwillinge unterwegs. Guten Tag, der Herr. Wieder ein Einkauf, ja. Sehr schön. $2.40 gibt's zurück. Ja, guten Tag, guten Tag. So. Haben Sie passend, sehr schön. Guten Tag. Was? Ihre Schwester hat das passend gegeben. So, $0.65 gibt's noch zurück. Die geht, als wenn sie Rückenschmerzen hat. Und sie irgendwie auch. Guten Tag, ja, guten Tag. Sehr schön passend, ja. Guten Tag, der Herr. Einmal wieder ein Großeinkauf, das ist sehr schön. So, $33.45. So, und einmal $30.10. Vielen Dank. Guten Tag, der Herr. Ja, sehr schön, das Mehl, das ist allerbeste Qualität. Das Öl auch, habe ich gehört. Ja, und Cornflakes. Guck mal, er gönnt sich gleich zweimal Cornflakes und zweimal Mehl. Der nimmt alles zweimal, ne? Oder kommt mir das nur so vor? Der räumt ja unseren ganzen Laden leer. Hoffentlich klaut er nicht. Das wäre ganz schön teuer, so viel wie der gerade einkauft. Wie er gerade in seine Tüte packt. Ich bin mal gespannt. Ja. Von allem zweimal, außer von der Milch. Und von dem Puderzucker, glaube ich, auch nicht, ne? $57.20. Ja, vielen Dank. Beehren Sie uns bald wieder. So. Kann ich hier irgendwas nachfüllen? Ich kann doch bestimmt... Guck mal, Wasser ist leer. Da regen die sich bestimmt auch gleich wieder drüber auf, dass wir kein Wasser hatten. So. Er hätte bestimmt nämlich gerne Wasser mitgenommen. 45, 47, 55. Siehst, Milch. Wie Milch. Ist Milch schon wieder leer? Na gut. Dann machen wir Milch mal wieder voll, ne? Und das Licht an, auf jeden Fall. So. $16.15. Einmal Nudeln, das ist gar kein Problem. Aber mit einem 50er bezahlen, genau. 47,5. Einmal mit einem 100er bezahlen, wirklich. 90, 95, 97, 5.
So, 75. 4,30. Und einmal 25,50, alles klar. So. Käse. Ich glaube, Käse ist auch schon wieder relativ leer. Zum Glück füllen wir gerade voll. Hier unten. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Fehlen die Nudeln. Eieiei, ist das ganz schön leer geworden hier. Puderzucker. Mensch. Tee. Wobei Tee läuft nicht so gut, ne? Ich glaube, der ist leer, ne? Ja, sehr schön. Und wir haben hier noch Kaffee. Oh, Kaffee ist leer. Ach du Schande. Ja, gut. So. 40, 25. Oh, sie hat nichts gesucht. Okay. Passend, sehr schön. Er hat auch nichts gesucht. Sehr gut. Was ist mit dir? 19 Dollar. Okay. Auch nichts gesucht. Sehr gut, mit diesem komischen Haar. Wieso flimmern die so? Guten Tag. Einmal 20 Dollar. Das ist gar kein Problem. So. 7,45 Dollar. Ja, schwarzer Kaffee hätte er gerne gehabt. Aber gut, den haben wir jetzt gerade nicht mehr da. 21,45. Ich habe schlecht eingekauft. Tut mir leid. So. 1, 2, 3 und 4. Ich glaube, wir haben Feierabend, ne? Sehr schön, aber ich würde vielleicht vorher nochmal gerne auffüllen. Wobei, das können wir eigentlich auch morgen noch machen, ne? Ja, zwei Produkte nicht gefunden, fanden Produkte zu teuer. Ja, tut mir da leid. Nichtsdestotrotz haben wir 1914 Dollar eingenommen. Beziehungsweise nicht eingenommen, haben wir jetzt gerade. Schwarztee und geschnittenes Brot, okay. Geschnittenes Brot ist teurer geworden. So. Und Schwarztee ist günstiger geworden, ne? So. Jetzt müssen wir ein bisschen auffüllen hier. Sehr schön. Einmal Käse gibt es. Was ist das? Ein leerer Karton, warum auch nicht? Einfach mal aufbewahren. Hier haben wir noch geschnittenes Toastbrot. Das ist noch ein bisschen Milch. Sehr gut. Die Milch kann also auch. Der Karton kann auch in den Müll. Öl. Ich glaube, wir können alles auffüllen, ne? Wir haben nichts mehr über. Nee. Okay, das hatten wir auch schon lange nicht mehr, ne? Ja. Wasser müssen wir auf jeden Fall bestellen. Eier müssen wir bestellen. Eieieiei. Im wahrsten Sinne des Wortes. Wasser. Eier. Was ist das noch? Vielleicht einmal Milch und einmal Käse noch dazu, würde ich machen, ne? Einmal Käse, einmal Milch. Sehr schön. Öl vielleicht auch einmal. Zweimal Mehl würde ich schon ganz gerne machen. Zweimal Mehl. Einmal Toastbrot. Das reicht, glaube ich. Müssen wir es auch schon bestellen? Zweimal Nudeln auf jeden Fall. Vielleicht auch dreimal Nudeln. Ja, ich mache dreimal Nudeln. Einmal Puderzucker. Das reicht. Okay, das ist tatsächlich das Lied. Ich habe gerade gedacht, mein Handy stört. Ja. So hat man ja früher auch immer gehört, wenn man einkommende Anrufe hatte, ne? Wenn man Musik gehört hat und man das Geräusch gehört hat, kam auf jeden Fall irgendwann ein Anruf. So, zweimal. Zack, zack. Tee reicht, glaube ich, aber ich würde auf jeden Fall Kaffee noch bestellen. Eins, zwei, drei. Komm, wir machen viermal Kaffee. Ich glaube, davon können wir nicht zu viel haben. Okay, okay, warum nicht? Ich möchte aber auch ganz gerne. Ich hätte gerne noch einen zweiten Kühlschrank. Möbel. So, und ich hätte noch gerne ein zweites Regal. Zack. So. Das kann hier hin.
So, hochkonzentriert hier. Okay, das passt nur so. Das Problem ist, da wird kein zweiter Kühlschrank nebenpassen, ne? Glaube ich nicht. Nee. Achso. Steht schon ganz nah dran, ne? Da wird nichts zwischenpassen. Nee, nee, das geht leider nicht. Ah, doof. Ansonsten mache ich vielleicht die Kühlschränke einmal hier hin. Und dann würde ich nämlich gerne noch die weitere Lizenz kaufen. So, und dann würde ich, glaube ich, gerne die... das hier hin machen. Die Regale. So. Sehr schön. Und noch eine weitere Lizenz kaufen, oder? Verwaltung Lizenz, zack, eingekauft. Denn jetzt können wir hier unten Salz, Basmati-Reis, Spaghetti-Nudeln, Olivenöl, Mehl kaufen, Erdnussbutter kaufen. So, jetzt haben wir kaum noch Geld, aber ist überhaupt alles bei? Ich weiß es nicht. Toast. Schmeiß ich trotzdem noch hier hin, ne? Meine Nase jucken. Nudeln. Zack, einmal hier oben drauf. Hier haben wir Mehl. So, das machen wir einmal hier hin. Einmal Wasser. Sehr schön. Zack. Wir haben nochmal Wasser. Kann ich das oben drauf legen? Nee, schade, okay. Noch mehr von dem Mehl? Darf ich bloß nicht gleich vergessen, die Preise zu machen, aber ja. Ich kenne mich. Ich werde das höchstwahrscheinlich vergessen. So, aber ich finde das gar nicht so verkehrt, dass wir hier jetzt doppelt auf dem Kühlschrank, hier am Kühlschrank stehen haben. Einmal Salz. Also, dass wir den Kühlschrank quasi auch doppelt stehen haben. Was ist das hier? Ach, Spaghetti. Vorher hatten wir ja nur Nudeln. Jetzt haben wir richtig Spaghetti und Basmati-Reis. Weiß gar nicht, haben wir überhaupt genug Platz? Eier? Was haben wir jetzt hier? Olivenöl. Wir haben nicht genug Platz. Wir brauchen noch ein Regal, oh nein. Kann ich mir gar nicht leisten. Doch, kann ich mir noch leisten, okay. Möbel, ein Regal. Gibt es kein kleines Regal? Passt es da überhaupt noch hin, ist die große Frage. Nee, passt es nicht. So vielleicht? Ah, das ist doch nicht gut. Ich mach das vielleicht hier hin. So. Sieht komisch aus, ich weiß, aber... was anderes bleibt nicht über. So viel Platz haben wir nicht. Ich weiß, man kann das noch vergrößern. Aber... das möchte ich eigentlich gerade noch nicht. Ach, guck mal, das fehlt auch noch. Was ist denn das? Erdnussbutter? Ja, stimmt, das war die Erdnussbutter, ne? Ich hatte erst gedacht, das ist nur Nougat-Creme, aber nein. So. Sehr schön, haben wir das auch. Ja, okay, davon noch was. Packen wir hier hin. Das ist hier Olivenöl, das steht hier.
Das ist Basmati-Reis. So, hier haben wir nochmal die Erdnussbutter. Peanut Butter Jelly. Achso, warte mal, das war was anderes. So, Milch. Nein! Wieso mache ich denn da unten die Milch rein? Hier habe ich nochmal Salz. Dass da so viel Salz reinpasst, ne? Wo kommt das alles her? So, Kaffee. Ja, davon brauchen wir auch auf jeden Fall eine ganze Menge. Das verkaufen wir auch wie sonst was. Susu. Susu Puderzucker. Ach, Susu ist das. So. Öl. Gut, da werden wir jetzt nicht so viel von brauchen, genau. So, was ist das hier? Kaffee. Nochmal Kaffee. Ich stelle es hier gleich schön alles in den Eingang, ne? Werden die hier gleich begrüßt von den Kartons, das ist doch gut. Wir brauchen echt ein Lager, ne? Das ist ja eine Katastrophe hier. Es wird langsam auch echt eng. Also ich würde tatsächlich lieber Geld in ein Lager investieren, als dass ich mein Geschäft vergrößern möchte. Im Moment zumindest noch. Hey, können Sie mal bitte nicht über meinen Karton fahren? So. Nein! So, bleib stehen. Ja, gut. Ich denke mal, das sieht ganz gut aus. Ist alles voll. Alles aufgefüllt. Hier müssen wir noch die Preise machen. Das hatte ich jetzt fast vergessen. 6,75. Alles klar. 2,15. Ich mache gerne extra gerade Preise. Weil da müssen wir nicht so viel Kleingeld rausgeben. 6,90. 5,65. 5,40. Und offen. Ey, das Problem ist so, jetzt können die sich da nicht mehr anstellen. Gut, ich bin gespannt, was die machen. Also aktuell macht noch keiner was, weil es noch keiner da. Wo bleiben sie denn alle? So. Ich kann die jetzt leider nicht mehr beobachten, ne? Einmal Eier, alles klar. 3,60. Einmal Öl, alles klar, 45. Ganz schön teuer. Einmal Salz, okay. Ja. Spaghetti. Nur Spaghetti? Ah, Spaghetti, okay. Ich kann jetzt keinen mehr sehen, ne? Das ist nicht so gut. Müssen wir uns das einfallen lassen. 55 Cent gibt's mit. Vielleicht sollte ich das Regal einfach hier hinter mich stellen. Das war auch nicht die beste Lösung, aber es ist immer noch besser als... Jetzt können wir nämlich auch wieder alles beobachten. Guten Tag. Ja, einmal Olivenöl, okay. Das ist mein PC, da bitte nicht beigehen, ja? 7,50 $. Passend, sehr schön. Ich finde auch noch schön, dass der Turm noch da steht, ne? So, ja. Ich glaube, das muss auch schon alles doppelt stehen. Wir sind zwar echt noch nicht groß, ne? Wir sind zwar echt noch am Anfang. Aber ich weiß auch noch nicht so ganz, was wir nachher machen, wenn das wirklich größer wird, aber... Ja. Auf der anderen Seite, man kann natürlich nachher auch Leute einstellen, ne? Und im Moment stören die sich auch gar nicht daran, dass das hier so rumpelig aussieht.
wollte ein bisschen zu viel abknüpfen. Tut mir leid. Oh, ich muss wirklich das Komma machen? Okay. Zack, 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 zack. 32. 95. 36,75. So. Schade finde ich beim Bestellen tatsächlich. Ich glaube, es wird nicht angezeigt, ne? Was wir noch da haben. Nee, das ist wie viel da drin ist in einer Einheit, aber ansonsten steht da tatsächlich nicht bei, wie viel wir noch da haben. Das wäre eigentlich ganz praktisch. Das ist irgendein anderes Einzelhandelsspiel gibt es noch. Und da ist es tatsächlich aber ganz gut gemacht, dass man auch sehen kann, wie viel man noch im Lager hat oder auf jeden Fall in den Regalen hat. Ich glaube, wenn das nachher echt groß wird, dann verliert man den Überblick. 15,50. Alles klar, passend. Und dann brauchen wir auf jeden Fall noch einen Kassierer. Wobei, ich habe ja in dem alten Speicherstand auch einen Kassierer schon gehabt. Ich fand den sehr langsam tatsächlich. Ich weiß nicht, ob das dann so das Gute ist. Ach guck mal, hier ist Wasser leer. Sind Eier auch leer? Ah, ein. Kann man nachfüllen. Ich bin sofort da. Milch? Milch. Guten Tag. Aber das beides gar kein Problem. Gib 10 Cent zurück. So, was haben wir hier noch Schönes? Mehl, aber doch so viel Mehl verkauft? War mir gar nicht bewusst. Nudeln. Guck mal, der Nudelkarton ist jetzt leer. Ich mach schon mal das Licht an, weil es wird gleich dunkel. Ach so, wir müssen gleich noch die Miete zahlen, ne? Hab ich ganz vergessen. So. 88. 65. 25, 85. Zack. 25, 80. Was habe ich noch gesagt? Achso, die Rechnung muss man noch zahlen. Rechnungen. So. Wie gut, dass wir schon wieder genug eingenommen haben. 54 Dollar. Eieieiei. Wollen wir denn das... Warte mal. Haben wir so viel Cornflakes verkauft tatsächlich? Kann ich mich gar nicht dran erinnern. Aber wir hätten noch Cornflakes. Eine ganze Packung zum Glück. Das ist nicht das Problem. 25, 28. Zack, einmal mit der Karte. 22, 20. Okay. Also, Öl noch. Einmal Peanut Butter. Erdnussbutter. 13, 10. So, kann ich hiervon wieder was auffüllen? Ah, schade nicht. Was ist das hier? Toastbrot. Das kann man auf jeden Fall auffüllen. Kaffee bestimmt auch, ne? Ja, war doch klar. Zack, zack, zack. 1, 2, 3, 4. 35. Einmal ein bisschen Wasser. Okay, ja, ist warm draußen, ich verstehe schon. So. Milch. Ah, könnte passen. Jetzt ist der Karton nicht leer. Na, wie gut, dass wir nochmal reingucken. Was wollen die alle mit Salz? Also klar, höchstwahrscheinlich kochen, aber
Verrückt. Dass wir auf einmal so viel Salz verkaufen. Wir haben vorher nie Salz gehabt. Da war auch nie die Rede von Salz. Ah, guck mal, aber den Karton kann ich leer machen. So, wir haben 9 Uhr abends, das heißt, wir haben Feierabend eigentlich. Aber du darfst noch mal eben einkaufen. So. Gut, wir haben Feierabend. Sehr schön, sehr schön. Ich glaube, wir haben auch soweit immer alles ganz gut nachgefüllt, ne? Also Kaffee, ja gut, einer würde passen. Heieieiei. Milch ist voll. Käse hatten wir doch auch noch, ne? Eier sind da noch. So, dann können wir den Karton nämlich auch wegschmeißen. Ja, so ist dann auch, dann ist hier gar nicht mehr so viele, sind hier nicht mehr so viele Kartons. Auch gut. Gut. Also, wir müssen dann auf jeden Fall nochmal wieder einen Einkauf machen. Aber das machen wir dann nächste Folge. Ich sage auf jeden Fall erstmal vielen Dank fürs Zuschauen. Bis zur nächsten Folge dann und ich sage tschüss.